hat ja den, die wollen den Anschmeißer abfahren. Das wundert mich, da standen ja zwei vor dem noch. Ja, ja. Ich setze mich schon mal auf den anderen Führerstand. Ich begleite nur die Kameraleute. Nee, da lege ich nicht so viel Wert drauf. Habe ich schon bisher nicht gemacht. Ja. Ja, das muss ich noch auskriegen. Ich kann mich keiner Sprache verständigen. Also in Russisch, aber da kennt ihr. Weil ich habe ja, wie gesagt, mir ist ja auch aufgefallen, dass das, was ich suchte, fehlt. Und haben Sie mal im Archiv geguckt, aber es ist auch unwahrscheinlich, dass es, also das heißt, hinter der Einsatzleitung. Aber, ja, also das wäre ja schon Sabotage, wenn das dort...
Geld dort verschwenden würde. Können Sie ihn denn nochmal anrufen, dass er Ihnen das sagt, wo das ist? Das tut mir leid, das. Die habe ich. Da könnte ich Sie in wenigen Minuten nochmal anrufen. Da muss ich das nochmal ausgraben. Und das tut mir aber leid, dass das nicht gefunden wird. Also Leid ist nicht der richtige Ausdruck. Das ärgert mich natürlich, dass das nicht da ist. Naja. Sehen Sie den Herrn Schulz? Da können Sie ihm sagen, 10.36 Uhr am Beil und wir sind fast im Plan oder wir haben Plan, jetzt kommt Friesenheim, wo wir 12.23 Uhr gefahren hätten, aber sind wir in 5 Kilometer sind wir dort. Also können Sie ihm sagen, das geht seinen sozialistischen Gründen. Ja, ich gucke nach. Gut. Auf welcher Nummer sind Sie erreichbar? Sitzen Sie an dem Hausapparat? Gut. Ich melde mich. Danke.